Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars The Force Unleashed 2. Wir müssen jetzt hier durch. Für die einigen schon mal jetzt zur Information, dass... Oh, das Spiel wird jetzt nicht mehr allzu lange gehen, ja. Also stelle ich schon mal drauf ein, zwei Parts noch und dann kann es das gewesen sein. Eieiei. Ja, komm schon. Ja, komm. Ja. Oh wow, okay. Ich hatte eigentlich noch relativ viel Leben gerade. Ich habe mich gewundert, wieso ich jetzt auf einmal tot bin. Ja, okay, vielleicht doch drei Parts. So. Ja, es ist manchmal nicht irgendwie so einfach. Ich meine, man muss manchmal ein bisschen so rumspringen, rumfliegen, ein bisschen hin und her sporten und wir könnten die Machtwut aktivieren, ja, zugegeben, aber ich meine, umsonst haben wir ja nicht unbedingt diese Desintegration halt, ne, wenn wir halt diese Kugelexplosion anmachen. So, machen wir ein bisschen durch. Achso, die kehren da wieder, okay. So, weg mit denen. Krieg ich noch ein paar Punkte dafür oder nicht? Ja. Sehr schön. Also, nochmal. Oh, wie mich das hier gerade aufregt. Von allen Seiten hier. Der ist irgendwie zusammengesackt wie eine Kartoffel. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Alter Schwede, ey. Oh, fuck, das ist nochmal neuer. Scheiße, scheiße, scheiße. Easy. Natürlich könnte man öfters die Griffe machen. Die vergesse ich voll oft einzusetzen. Ich weiß nicht, wieso. So war's das. Hab ich gerade gewundert, also wieso konnten wir hier rein? Passiert, wenn wir hier reinspringen? Oh, okay, Blitzschaden. Macht das irgendwas? Ne, macht leider nichts. Okay. Hätte ja sein können, irgendwie so wie so ein kleines Easter Egg, dass wir dann da drinnen irgendwie was bewerkstelligen können, aber nein. Und wir rasten voll aus. Was hat er mit denen vor? Nichts, wenn wir ein Wörtchen mitzureden haben. Uff. Ob er hier irgendwo ist? Wer? Der ursprüngliche Starkiller. Wir wissen noch nicht, was genau geschehen ist. Ich sagte doch, niemand kann einen Jedi klonen. Hoffentlich habt ihr recht. Ich konnte hier gerade irgendwo RT drücken. Das hat mich schon so ein bisschen verwirrt. Ganz knapp Kiste hier. Oh, ja, nee, Alter. Klapp und weg ist er. Klapp ist weg, er. Klapp ist weg, er.
Und weg ist er. Hui. Naja, kriegt man aber schon Lebenspunkte von. Also ich brauche mich ja nicht beschweren, ne? So, jetzt gibt's ganz sicher nochmal ein bisschen was auf die Fretbretter. Na? Hm. Schon ein bisschen merkwürdig, dass hier gerade nichts kommt. Hä? Nein! Oh! Oh! Gott sei Dank haben wir den Sprung geschafft. Na, den schaffen wir auch noch. So, und oben sind wir wieder. Lass uns hier nicht allein. Ich kann nicht länger warten, Herr Rosen. Hör zu, du schaffst es nicht allein. Und wir können diese Anlage auch nicht allein einnehmen. Zusammen schaffen wir es. Es ist keine Zeit mehr. Tut mir leid. Ich muss es tun, das wissen. Erfahrungspunkt, Holocron. Dun, dun, dun. Ich glaube, wenn wir hier raufgehen, ist auch noch einer da. Hui! Und da fliegt er. wenn wir hier raufspringen? Nö. So. Ja. Eine neue Herausforderung freigeschaltet. Okay, was mich gerade hier nur wundert ist, wieso können wir hier nochmal hier rauf? Das bringt schon ein bisschen mehr hier was. Ich will nur wissen, ob es wirklich jetzt hier auch nicht so ein Easter Egg gibt. Weil wäre schade, also was heißt Easter Egg, aber so ein Versteck. Was man dann einfach sich durch die Lappen gehen lassen würde. Hm, schade eigentlich. Ich meine, der hier ist auch schon relativ knapp über uns, ne? Aber warum? Warum gibt es den hier? Gab es da irgendwie eine Abkürzung dazu oder so? Haben wir vielleicht hier irgendwas übersehen? Hm, merkwürdig. Okay. Dann haben wir anscheinend hier nichts übersehen. Okay, hier können wir RT machen. Hoch, runter oder was? Okay, das scheint mir doch ein bisschen merkwürdig. Wartet mal. Warum kann man den hoch und runter hier bewegen? Muss ja dazu irgendeinen triftigen Grund haben, oder? Hm. Okay, ich möchte jetzt nicht ein bisschen zu lange irgendwie rumsuchen oder irgendwie was mir anschauen müssen oder auch nicht. Okay, naja, hätte ja sein können. Das hätte ja sein können. Okay.
Wir müssen anscheinend hier hinten durch. Geh nicht allein da rein. Der dunkle Lord wartet auf dich. Sie ist ganz nah, General. Ich kehre nicht um. Wir verlieren dein Signal, Starkiller. Warte! Genug Diskussion. Ich muss es tun. Ach, genug Diskussion. Gehen wir mal rein, ne? Sieht schon klasse aus mit den Lichtschwertern so. Juno? Juno! Da war gerade der Atem von ihm. Tut mir schon so ein bisschen leid. Du bist Vaders Marionette. Ein Körper gefüllt mit den Erinnerungen eines Toten. Rede! Was habt ihr mit ihr gemacht? Warum hat sie gefangen genommen? Stellt euch mir, Feigling! Na, hier, schaut mal. Einer nach dem anderen im Bagdad-Tanks. Ich denke mal, dass das hier gerade so wirklich diese Klon... wie so eine Klonbrutstätte hier ist. Das sieht auch wirklich verdammt danach aus, dass es das hier ist. Wir können hier außerdem nichts zerstören, wir können nichts angreifen, das ist hier rein, alles zwischensequenzlich. Juno! Wo zwischendurch plagen ihm seine Gedanken. Oder Erinnerungen, vielmehr. Zwei Lichtschwerter, selbe Kutte, ähnliche Gesichtsstruktur. Tja. Deine Rückkehr war doch nur eine Frage der Zeit. Jetzt wirst du dich mir unterwerfen oder du stirbst hier, wo du erschaffen wurdest. Okay. Du bist ein Narr, dich mir allein zu stellen. Diesmal werdet ihr mich töten müssen. Oh, was? Das wäre aber neu. Starkiller konnte mich nicht töten. Welche Chance hast du dann? Ich habe euch schon einmal besiegt. Ich tue es wieder. Vernichtet ihn! Das ist dein Verbündeter. Okay.
nur ein Schatten deines ursprünglichen Selbst. Ich werde das Plattform mit der Macht und ziehe sie herunter. Ja. Komm her, du Beetz. Ja, lass sie einfach fallen. Achso. Ah, ich verstehe. Her, kleine Emi. Ich werde mit euch, hier gibt es garantiert. Unterwirf dich mir. Ich weiß nicht, ob es irgendwo geplant ist, dass man noch irgendwo anders hinkommen kann, aber ich denke mal nicht. Ah, seht ihr, hier rutscht man nämlich schon langsam und bedrohlich ab. Kann ich gerade nichts finden. Tja. Du bist ein gescheitertes Experiment. Oh, du kriegst dafür aber immer wieder Schaden von mir, Vader Reno. Okay, hier gibt's auch nichts. Verdammte Axt. Okay, wir verschwinden hier lieber. Achso. Und du wirst immer ein Sklave bleiben. Ach, Machtachtwender. Oh nee, nein, nein, nicht solche Leute. Ganz schön eine Beetz. Ich werde dich zerbrechen. Naja, komm schon. Autsch, autsch, autsch. Autschi, autsch, autschi, autsch. Ich kann ihn nicht greifen, ne? Das geht nicht. Du bist kein Mann, du bist ein Ding. Hör auf damit. Da hört der Spaß auf bei mir hier. Oh Gott, das schadet mir sogar, wenn ich versuche das zu machen, ne? Dein Leben gehört mir. Ja, ja, greife sie an. Bisschen wenig
Bisschen wenig Leben wäre da, ja, übertreibt man nicht, ja. Ach, du Scheiße. Bin leider doch nicht mehr getroffen. Hätte ja sein können. Muss nur oft genug auf mich schmeißen. Aber wir haben gute ein Viertel bzw. ein Drittel von ihm schon abgezogen, ne? Ich werde dich ersetzen. Wieder und wieder. Okay, jetzt läuft er weg. Da hat keinen Bock mehr. Wusch. Ah, scheiße. Wir haben einmal noch ein kleines Stückchen abziehen können. Ich glaube, das ist ganz gut so. Die Frau ist bedeutungslos. Scheiße, 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 scheiße. Ah, und wartest du auf mich, oder was? Verdammt, jetzt haben wir nur die Hälfte unseres Lebens hier. Das ist auch nicht gerade so viel prickelnder als vorher. Also dieses Gefühl, man kann irgendwann nochmal komplett wieder zurückgehen und alles einfach einsammeln, wenn... Ich werde dich tausendmal zerstören. Und doch besiegst du mich nicht. Wenn du Jedi spielen willst, meinetwegen. Du bist ein toter Mann. Ihr lügt! Oh nö, nö, ey. Echt jetzt? Bin ich echt durch den Bug jetzt runtergefallen oder was? Das ist ja uncool, Leute. Tötet ihn. Ach komm schon, oh Gottes Willen. Ja, ja. Nicht so einfach. Vernichtet ihn. Hast du schon alle Teile weggeschmissen? Scheiße. Du bist ein Narr, dich mir allein zu stellen. Diesmal werdet ihr mich töten müssen. Du bist kein Mann. Du bist ein Ding. Ein Experiment. Du bist eine Maus. Oh, jetzt habe ich das X verpasst. Scheiße. Starkiller konnte mich nicht töten. Welche Chance hast du dann? Ich habe euch schon einmal besiegt. Ich tue es wieder. Oh, danke. Gehorcht meinem Befehl. Jetzt. Nein, 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 nein!
komm schon. Ein Schatten deines ursprünglichen Selbst. Wow, 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 wow. Schön locker flockig bleiben wir da hier, ja? So, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut ungefähr bei der Hälfte. Dann haben wir noch ungefähr über die Hälfte von dem, von Vaders Lebenspunkte noch wegzukloppen im nächsten Part. Deswegen sage ich hier erstmal wieder vielen Dank fürs Reinschalten von Star Wars The Force Unleashed 2. Und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.